Hallo und willkommen zurück bei dem Let's Play Mafia 3 mit Talanor 4711. Ich bin etwas traurig oder beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ich habe eben zwei Folgen gedreht und aufgenommen. Und leider, ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Technik hat versagt. Es hat nicht mitgeschnitten, lediglich 2 Minuten insgesamt. Und ich hatte, ja, wie gesagt, 2 Folgen aufgenommen. Das tut mir jetzt leid für euch. Der Spielstand ist jetzt fortgeschritten und ihr wisst nicht, was passiert ist. Deswegen werde ich es kurz erzählen, was alles passiert ist, damit ihr so im Bilde seid. Ne, zum einen musste ich wieder in Sammys Bar fahren und versuchen, hier reinzukommen. Das war ein bisschen tricky. Ich habe dann ein Fenster gefunden. Hier in Sammys Bar ist jetzt sozusagen meine Homebase. Etwas verröstet, ne? Weil es gebrannt hat. Hier gibt es auch einen Tresor. Der ist hier. Ist er hier? Ja, normalerweise, genau. Und wenn ihr jetzt unten links mal schaut, da ist so eine Geldbörse, da sind 0 Dollar drin. Im Tresor sind 5.238. 5.238 Dollar sind da drin, da ich, ich musste dann irgendwie nochmal zu den Haitianern, musste da so einen Informanten befragen. Natürlich mit allerlei Geballer, ne? Und dann der Informant hat mich wieder zu X geführt und X war diese Frau. Wisst ihr noch, als ich bei den Haitianern den Barker umgelegt habe, da kam da so eine Frau tränenüberströmt aus dem Kleiderschrank. Das war jetzt, ist jetzt die neue Anführerin der Haitianerin, der Haitianer. Mit der habe ich eine Koalition eingegangen und die kann ich jetzt quasi ist sie meine Verbündete, um eben diesen Typen, der hier den Sammy umgelegt hat, zu rächen, beziehungsweise auch zu töten. Des Weiteren habe ich jetzt begonnen, quasi gegen diesen Makarana, heißt er ja, oder Makana, vorzugehen. Habe als Auftrag gehabt, ein Bordell auszurauben, also die Prostituierten zu befreien, das Geld zu klauen. Das war an sich total cool und ich finde es jetzt schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Ich hoffe, es nimmt jetzt auf. Ich habe den jetzt zum Teil geschädigt. Das ist so die Aufgabe, die Idee ist, den zu schädigen, indem ich die Bordelle plätte und dann soll der quasi in irgendeinen Club kommen, wo ich ihn dann quasi töten kann. Das ist so der Plan. Ne? Hier auf der Karte seht ihr jetzt, ich soll quasi genau hier wieder ausrauben gehen und hier wieder ausrauben gehen. Ne? Das werde ich jetzt tun in dieser Folge mit euch. Und wie gesagt, ich hoffe, es nimmt auf. Ich kann mir das echt nicht erklären, was da passiert ist. Es hat immer bisher verlässlich aufgenommen. Dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier noch so reißen können. So, einmal ums Karree. Es gibt auch jetzt einen Waffenhändler, den kann ich anrufen, der mir Waffen liefert, dann eben, was so ein Waffenhändler eben tut, ne? Und, da muss ich noch gar nicht. Die nächste ist es. Oh ja, komm, dann parken wir auch schön hier. Ich steige noch nicht aus, weil ich das Lied gerade so cool finde. Seht ihr oben links, ne? Erledige Merles Zuhälter. Verbleibender Schaden, den ich anrichten soll, sind 4.750 Dollar, soll ich ihm noch abzwacken. Das machen wir jetzt hier. Ein Kampfmesser habe ich auch noch bekommen. Damit gibt es dann gar gegnerisches Gebiet. Gegnerische Gebiete ist jede Gegend, die von einem illegalen Geschäft kontrolliert wird. Die Ganoven dort haben etwas gegen ungebetene Besucher. Bleib nicht länger, als du dort willkommen bist, sonst eröffnen sie das Feuer. Na gut, dann machen wir das. Einmal rein. Hallo.
Zack. Das ist das Kampfmesser übrigens. Das fand ich äußerst cool. Okay, so. Gibt's hier noch Schaden? Hier ist ein Notizzettel. Performing one night only. Mrs. Dorothy is Queen of the Jungle. Okay. Gut, da müssen wir wahrscheinlich hin. Zack. Töten. Jawohl! Komm, den machen wir auch noch. So, Schadenssumme erreicht. Kehre zur Stimme zurück. Keine Einnahmen. Sobald du genug Schaden angerichtet hast, um den Gewinn eines illegalen Geschäfts auf null zu senken, geh entweder zu deiner Kontaktperson und frag sie, wie du den Boss erwischen kannst, oder erledige erst noch weitere Ziele. Und ich würde sagen, das machen wir. Zerstört und ihn hervorgelockt. Besuche die Stimme. Dort bekommst du Informationen, wie du Merle erledigen und seine Geschäfte übernehmen kannst. Hinfort mit dir, kleiner Wurm. Oh ja, da kommt hier aber sofort was geflogen, ne? Zack. Ich muss mal hier eben Adrenalinspritze reinhauen. Nee, der hat natürlich eine Schrotflinte. Das ist etwas blöd, da stehen zu bleiben und ihn anzuschauen. Ja, da wurde ich doch kurzzeitig unruhig, weil ich so dachte, das ist ja nicht so cool. So, ich würde sagen, jetzt machen wir uns hier aber mal auf für Socken. Wo ist denn mein Auto? Vor der Tür, ne? Moin! Zack, einmal rein. Und dann fahren wir zur Stimme. Ja. Oh. So, das hier ist die Stimme, ne? Den Informanten, den kennen die ja noch nicht, ne? Den muss ich aufsuchen. Der gibt mir jetzt Aufträge sozusagen, wie ich den anderen Boss da schädigen kann. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Ja, wie jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Rede mit der Stimme. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Annehmen. Hallo? Annehmen. Enter. Marl hat sich drüben in Perlas Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Lavon. Okay, jetzt muss ich den quasi ausräuchern. Schaut mal hier. Revolutionisten, vereinigt euch. Equality now. Ach, das ist so cool, ne? Ach, hier gibt's doch die Black Panthers, waren das, ne? Ist das das? Ja, Freedom. Power to the people und so. Haben sie schon cool gemacht. Keine Zeugen. Wir werden jetzt hier... Bam! Alles ausräuchern. Vorher werden wir aber noch zu unserem nach Hause fahren, um das Geld einzulagern. Ach, ja, doch, komm. Das machen wir. Um das Geld einzulagern. Nee, die 600, das ist ja Quatsch. Wir fahren direkt hier hin und ballern alles nieder. That's the plan. Zu dieser geilen Musik.
Oh, das knapp, aber geht. Ey! Du kannst jetzt deine Verbündeten mit Hilfe von Donovans Funkgerät kontaktieren. Du brauchst auch nicht mehr zu warten, bis der Waffenhändler von selbst auftaucht. Du kannst ihn bei Bedarf herbeirufen, damit er dir Waffen und Ausrüstung bringt. Maus mit dir gedrückt, Alte. Könnte ein bisschen Material brauchen. Gut. Gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ah, guck mal, da kommt er. Ne, jetzt kann man hier so einfach mal mitten auf der Straße. Bäm. Gegenstände ansehen. Schrotflinten. Ah, der hat ja. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Muss hier ein bisschen aufpassen mit der Kaffeetasse. Sprengstoff, nee, Fahrzeugmodifikation, verbesserte Federung, brauche ich jetzt nicht. Nachschub, ja, das wäre gut, ne? Adrenalinspritze, boah, 600, wäre schon gut, ne? Die brauchen wir schon. Gekauft und keine Kohle mehr, oder kann ich hier auch über die Bank bezahlen? Schusssichere Weste. Zwei langen Stahlpanzerungen unter einem leichten. Cool. Okay, also ich kann auch über Dingens hier kaufen. Was? Ah, schaut mal, jetzt über meinen grünen Balken ist jetzt so ein blauer Balken. Das ist die schusssichere Weste. Hier rein? Nee, an der Seite. Boah, ich hoffe, das nimmt auf. Das wäre echt ärgerlich, wenn es jetzt nochmal nicht aufnimmt. Ja, ich meine, ich spiele es ja von daher, aber es tut mir, ich finde es einfach schade für euch, ne? Ich meine, es geht ja darum, Let's Play, dass wir es gemeinsam spielen und wenn ihr da quasi die Hälfte nicht mitbekommt, finde ich das einfach scheiße. Von daher, ne, hoffe ich, es nimmt jetzt auf alles. Okay, dann lassen wir doch mal die Feste beginnen. Da sind, okay, da ist einer, da sind einige drin. Erledige Merle Jackson. Na gut. Nichts leichter als das. Dann nehmen wir doch erstmal hier diesen Türsteher, ne? Oder hier den. Jawohl! So. Noch ein bisschen Income. Ah, wenn die roten Pfeile nicht so ganz durchsichtig sind, sind die, glaube ich, in einem anderen Stockwerk. Zack. Hä, hey, die ist besser, aber ich könnte mal nachladen irgendwie. Ne? Ich lade. Achso, ich habe keine Munition zum Nachladen. Hier ist nochmal ein Notizzettel. Only way we make it out here is if we girls stick together. Just hang in there. We'll be home real soon. Okay. Hier drin ist die Kohle. Ich denke, es ist aus mit dem. Oh, Scheiße. Boah. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Junge. Boah, Scharfschützengewehr. Krass. Schalte einen Gegner mit einem Gegenangriff aus. Alt drücken. Okay. Das, ja, da bin ich jetzt nicht dran gekommen auf die Schnelle. Hier ist ein Waffenschrank. Boah. Hallo? Verlieren. Wo kamen die her, ey? Irgendwo in Deckung. Ich hab keine Kugeln mehr. Ja, ich auch nicht. Das trifft sich gut. Moin. Ich
müsste nur die Waffe mal tauschen, ne? Da. Lieber eine Handfeuerwaffe. Oh, oder die hier. Die ist natürlich noch besser. Ja. Sieh mal nach, ob er immer noch da drüben ist. Der Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Schaut mal, die schusssichere Weste hat schon abgenommen. Ne, ist nicht mehr ganz blau, der Balken. Wie gefällt dir das, du Scheißkerl? Was sind die denn? Ja, die sind oben auf den Emporen, wette ich. Ewig versteckst du dich nicht. So. Hin fort mit ihm. Mal hier schauen. Ich brauche irgendwie eine coole Ausgangsbasis. Das ist aber, gefällt mir nicht so. Hier. Da kann ich nicht weg. Ich gehe mal rüber. Boah! Da hängt er. Ja, da habe ich aber voll daneben gehauen. Ich muss irgendwie hoch. So. Oh doch. Ich gehe einmal hier rüber. Finde ich hier vielleicht noch ein bisschen Munition oder sowas? Nee, aber Kohle. Kohle ist auch gut. Aber kommt Scheißgeld doch wieder eine ganz andere Bedeutung. So. So, einmal nachladen. So, wo ist denn dieser Merle? Hier mal reingehen. Verbandskasten. Es war falsch. Da, okay, da ist der Verbandskasten. Was ist jetzt hier drin? Mal schauen. Und aufbrechen. Okay, die sind leer. Die habe ich aber in der letzten Folge, ne? Waren hier die Prostituierten drin in diesen Zimmern? Ich wollte mal schauen, was jetzt hier drin ist, weil mich das gewundert hat, dass die noch verschlossen sind. Aber es ist nichts mehr drin. Wo finde ich denn diesen Merle jetzt? Erledige Merle Jackson, ja. Hier runter gucken. Ah, da kommt einer. Ich weiß es. Jo, ich such dich auch. Wo ist er denn? Der ist oben, glaube ich, ne? Der ist im oberen Stockwerk. Du bist hier irgendwo. Ich weiß es. Dann müssen wir nochmal hoch. Gut, über die Reling geworfen. Den haben wir, aber da fehlt ja immer noch einer, ne? Wo ist denn der Merle? Wo ist er denn? Mal Kohle eingesammelt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. So. Hier noch Kohle. Hier ist ja ein Schlaraffenland. Aber wo ist die Merle? Wo ist der?
Wahrscheinlich in irgendeinem Hinterzimmer, ne? Da würde ich zumindest mich vergriechen. Keller? Hier nicht. Hm. Dann mal hier schauen. Hier war ich schon, ne? Ja, Toilette. Aber könnte vielleicht hier ganz unten. Das klingt doch so. Ist auf jeden Fall noch Geld. Oder ist er auf irgendeinem Klo? Nee. Da gibt es auf jeden Fall eine Weste. So, seht ihr? Jetzt bin ich wieder voll blau sozusagen. Aufgeblaut. Aber wo ist denn jetzt hier der Merle hin? Wo ist er denn, der Kollege? Ja, das weiß ich, dass hier die feindliche Zone ist, nur... Wo ist der Kollege? Ja, das haben wir. Hier waren wir ja überall schon. Ja, ist auch zu. Hm. Wo soll der sein? Ich werde gerade so ein bisschen ratlos, weil ich denke, ne? Ah, hier vielleicht? Ah, toll. Nee, aber hier ist nochmal... Aha, jetzt kommen wir hier ein bisschen näher zur Zielperson, ne? Wir müssen da irgendwie hoch. Aber wie kommen wir da hoch? Auch zu. Vielleicht übers Dach. Ja, es sind Autos, die wir klauen könnten. Hm. Wahrscheinlich seht ihr als Zuschauer, ne, schlagt schon Hand an den Kopf. Du bist doch schon dreimal vorbeigelaufen, aber ich sehe es gerade wirklich nicht. Ich finde es einfach nicht. Also wir müssen auf jeden Fall ein Stockwerk höher, das ist schon mal klar, aber... Ist hier vielleicht irgendwas? Nee. Ist die Bühne... So, wir müssen eins höher und darüber... Oh, Feuerleiter vielleicht? Geht das? Komme ich hier hoch? Nee. Schade. Jetzt einfach hier rüber, ne? Aber hm.
Da muss ich doch irgendwie reinkommen. Das gibt's doch nicht. Ah, okay. Oh Gott, ich bin bestimmt die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Und ihr dachtet die ganze Zeit, was macht er nur, was macht er nur? Hab gehört, er hat nicht nur alle Mädels erwischt. Er hat auch noch Doc umgelegt. Ja, der war mausetot. Scheiße. Der Doc wird umgebracht. Die Zitter da draußen werden umgebracht. So. Ah, besser mal. Nee, doch. Einmal Munition auffüllen, so. Erzähl es mir noch. Um ein Geschäft zu übernehmen, schalte seinen derzeitigen Boss aus. Rufe danach einen deiner Unterbosse an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Prostitutionsring zu sprengen. Jawohl, das werden wir jetzt tun. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Tut mir leid, Merle, ich war nicht mal hier. Ich erzähl bloß... Ich schwöre dir, mich zu töten wird nicht einfach. Ja, das glaube ich. Oh, vielleicht auch doch. Na komm. Na komm nochmal gucken, na komm. Ah, dann nehme ich doch lieber das hier. Achso, ich kann schon zu ihm. Und jetzt? Kuh halten, ne? Dann steigt so dieser Balken und jetzt kann ich mit ihm irgendwas machen. Und? Was willst du machen, Nigger? Das. Bam! Wow, $30,000 bekomme ich jetzt als Mehreinkommen? Screamy Semi. Du Furnace Wurfgeschoss zum Ablenken sorgt bei Abergläubischen für volle Unterhosen. Okay. Also Cassandra zuweisen. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. ''1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Das Haus hat unter Wasser gestanden seit dem Wirbelsturm damals. Aber kaum Hoffnung, dass ich daran... Okay, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe wirklich, es hat jetzt alles aufgenommen und ihr konntet Zeuge werden, was jetzt hier alles passiert ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge schaut, und sage bis bald.